Herzlich willkommen zum heutigen Media Briefing. Es geht in die sechste Runde gegen den WRC morgen um 16.30 Uhr in der UBC Arena. Wenn wir begrüßen, darf ich heute David Schloffer und unseren Cheftrainer Darko Milanic. Darko, ich darf dich gleich wieder bitten, zur Personalsituation etwas zu sagen. Es hat sich ja in der Woche wieder etwas getan. Okay, wir haben einen neuen Spieler gekriegt, Thorsten Schick. Wir haben auch Spielgenehmigung von bosnischen Verein gekriegt für Akiyoshi. Wir haben aber trotzdem noch immer eine lange Liste von verletzten Spielern. Das bedeutet, Tadic ist noch nicht fit. Ehrenreich ist im Training, braucht noch ein bisschen und lang verletzte Sharifi, Pfingstner, Schützenal, Bewab und so weiter. Es sind viele, die sind noch immer verletzt. Trotzdem haben wir jetzt durch Thorsten und Akiyoshi auch mehr Möglichkeiten in Offensive, was zu wechseln, was zu ändern. Und das freut mich. Wir sind sicher für dieses Spiel, das ist extrem schwer bereit. Es waren in der vergangenen Saison oft die Standardsituationen das Problem. Aus diesen hatten wir dann immer die Gegentore kassiert. Jetzt sind es oft dumme Fehler. Jetzt ist der WRC aus Standardsituationen sehr gefährlich. Hast du dein Augenmerk gelegt, besonders in dieser Trainingswoche? Folgendes, wir trainieren das regelmäßig, nicht nur wegen WRC. WRC ist stark, die haben Hälfte ihre Tore so gemacht über Einwürfe, über seitliche Freistoße oder über Eckbällen, 8 von 16. Wir wissen, dass ist das eine Sache, wo muss man aufpassen, müssen wir konzentriert spielen. Klar ist, dass müssen wir einige Fehler, die machen wir im Spiel, das einfach nicht mehr machen. Aber ich finde, das ist Mannschaft gut drauf, das ist dynamisch, das muss man uns klar noch verbessern. Vielleicht das spielen wir ab und zu auch ruhiger. Aber wann schaffen wir das, sind wir dynamisch, das spielen wir sehr gut. Das bedeutet, dass das, was haben wir uns am Anfang vorgenommen, dass wir spielen schnell nach vorne, das gelingt uns oft. Inzwischen muss man nur ein bisschen ruhiger spielen und dann wird das noch besser. Abgesehen von den Standardsituationen, 5 Siege in 5 Spielen, was macht den WRC so gefährlich? Sehr zynisch die nutzen einfach ihre Chancen. Spieler, die spielen nach vorne, die Spieler sind gefährlich, die haben einen guten Lauf. Aber auf uns liegt, dass wir stoppen diesen guten Lauf. Ich bitte um eure Fragen an den Trainer. Werden die zwei Neuen, bzw. der eine Neue und der eine mit der Spielberechtigung schon dabei sein im Kader oder gar in der Stammformation, also in der Anfangsfunktion? Beide sind im Kader. Ich rechne für dieses Spiel mit 19 Spielern. Okay, das bedeutet, hier ist noch einer, der ist zu viel. Aber im Prinzip ist Thorsten sicher im Kader. Und ich rechne auch, dass er spielt. Mit Akiyoshi, der ist länger mit uns. Wir waren inzwischen auch ein bisschen verletzt und so weiter. Und wir haben auch vorige Woche gesehen, das haben Jungs diese paar Minuten, was haben die gekriegt, gut ausgenutzt. Das muss ich noch überlegen. Aber Thorsten ist sicher dabei. Von Beginn? Im Kader. Und dann. Aber ich plane mit ihm, dass er spielt. Darf ich bitten, das Mikro bei der nächsten Frage zu verwenden, bitte? Zwei Punkte gegen die Wiener Vereine. Bist du zufrieden damit in der derzeitigen Situation oder wäre da mehr drin? Wir haben in den letzten 3 Spielen 5 Punkte gemacht. Das ist immer mehr drinnen, das ist klar. Gegen Rapid haben wir
nur in letzter Viertelstunde sehr gut gespielt. Gegen Austria haben wir super begonnen, dann super wieder in zweiter Halbzeit gespielt. Inzwischen war dann Austria gut. Aber in Derby kann man mit dem Punkt gut leben. Unsere Aufgabe ist, dass wir machen 3 Punkte gegen Mannschaften, so wie es WRC, so wie es Grodik, so wie es Altach. Das sind Punkte, die fehlen. Aber klar, Meisterschaft ist lang. Wir haben morgen eine super Chance, dass wir holen 3 Punkte. Die sind extrem wichtig für die Tabelle. Weitere Fragen? Keinen Trainer mehr gibt, dann bitte den Trainer wechseln. David, in der letzten Runde das so wichtige Tor gegen die Austria, ist dein Knoten für diese Saison jetzt geplatzt? Jetzt. Ja, hoffentlich. Jeden Spieler, glaube ich, tut ein Tor gut und auch mir. Schaut, dass wir nicht die 3 Punkte gemacht haben, aber ich glaube, dass ich allgemein ja jetzt noch torhungriger werden muss und das auch versuchen werde. Was ist das Rezept, dass es auch gegen den WRC morgen mit einem Tor klappt? Ja, in gefährliche Situationen kommen. Einfach den Torhunger, wie man so sagt, zeigen und ich glaube, dann klappt es wieder. Und was muss die Mannschaft machen, damit es mit einem Erfolg klappt? Ich glaube, dass wir versuchen müssen, so wie gegen die Austria anzufangen und dann, wenn wir einen Rückschlag oder zum Beispiel ein Tor kriegen, dass wir dann nicht in ein Loch fallen, sondern gleich weiterspielen. Und ja, ich glaube, dass das der Hauptpunkt ist, dass wir auch noch wissen, wann wir das Tempo ein bisschen rausnehmen oder wie wir das machen, ohne dass wir dann nur hinterher rennen. Ich bitte um eure Fragen mit dem Mikrofon an den David Schloffer. Walter, magst du das Mikro zurückgeben? Wie geht's dann mit der neuen Konkurrenz? Gut. Keine besonderen Gedanken, die da auftauchen? Oder nein, man hat Angst immer Konkurrenz. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der, wenn einer schlecht spielt, dann wird irgendwann der andere spielen. Und so ist es bei jedem. Also Konkurrenzkampf ist ja normal. Weitere Fragen zum morgigen Spiel an den David? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann danke ich fürs Kommen. Alles Gute morgen. Danke. Danke.